Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge in der zweiten Staffel Civilization 6. Wir werden jetzt eine neue Nation beginnen und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach ins Chaos. Natürlich, diesmal wird die Einstellung ein bisschen anders sein, das habe ich ja schon mal erwähnt. Ich möchte als Kartengröße eine Standardgröße, Kartentyp möchte ich mischen, das suche ich gerade noch. Ich musste noch schnell mein Handy starten. Mischen Weltenbauerkarten. Oh, okay. Okay. Das klingt cool, aber ich möchte trotzdem mischen. Erweiterung Gathering Storm. Und jetzt. Nein, das machen wir noch nicht. Spieltempo Standard diesmal nicht online. Denn es ist halt wirklich ein Unterschied. Gut, Marathon. Nein, sicher nicht. Aber Standard. Kartengröße Standard. Erweitertes Setup. Schwierigkeit, ja. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, auf Kriegsherr gespielt. Das ist die 3. Ich würde jetzt schon den Prinz, also die 4, die ganz normale Standard-Schwierigkeit herausfordern. Bevor ich jetzt alles noch weiteres noch einstelle, schnell noch das Zitat, bevor ich es vergesse. Dieses Mal zum Thema Eile. Das Zitat stammt von Kurt Wilhelm Goldschmidt und lautet: Lebt man rasch, so überholt man sich auch selbst immer wieder. So. Genau, welches Rätsel lüften wir zuerst? Ja, welche Nation? Ich habe mir so gedacht, dass man doch... Wo ist der denn? Da ist er. Robert den Ersten von Schottland nehmen kann. So, warum und weshalb? Ja, wie schon gesagt, ich war halt selber in Schottland einfach als Hommage an... Hommage, oh Gott, ein französisches Wort, wie konnte ich nur... Entschuldigung. Als Erinnerung an diesen Urlaub, diesen Wanderurlaub dort, werde ich hier ein bisschen das Spiel so gestalten, dass dort erwähnte oder erlebte Geschehnisse, dort gesehene Orte, getrunkene Spirituosen, was weiß ich was alles, so gut es geht, das, was ich alles auch mir noch wirklich in den Kopf hämmern konnte. Vielleicht schon mal eine Liste. Ich sollte mir vielleicht eine Liste machen, dass ich das alles hier mit einbringe. So, nicht so lange quatschen. Ich muss erstmal die Siegtypen ausstellen. Ich möchte so machen, dass ich nur den Herrschaftssieg am Ende wirklich richtig zählen habe. Das heißt, es gibt auch keinen Punktsieg, also gibt es auch Rundenbegrenzen. Keine Rundenbegrenzung. Dementsprechend kann der Punktsieg niemals irgendwo erzielt werden. So, Teams teilen Sichtbarkeit, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich würde sagen, wir machen mal Random Siege Spiel. Das funktioniert. Mal sehen. So, Stadtstaaten 12, Katastrophenintensität. Doch, wir nehmen die 2. Wir nehmen Standard, wirklich Standard Settings. Aber halt mit einem besonderen gewählten Anführung. Keine doppelten Zivilisationen, alles richtig. Alles Standard. Man könnte natürlich hier Ressourcen zufällig machen, aber... Ach, nee. Ha, Startpunkt legendär. Die Startpunkte aller Spieler sind gleich gut. Das finde ich noch besser. Das ist wirklich fairer, dass man nicht... Keine Ahnung, die eine Stadt hat halt Luxusgüter, die andere nicht am Anfang. Ja, ungünstig, eine Stadt in der Wüste. Naja, so könnte es uns vielleicht gehen. So, ich mache mal das als, das ist, LP Staffel 2 als Setting. So, genau, ansonsten, mehr haben wir jetzt nicht. Barbaren rein, Standungsdörfer rein, Teams rein, genau. Ausgeglichen, dass wir jetzt nichts irgendwo vergessen haben. Ja, 8 Spieler reicht. Los geht's. Lasset die Spiele beginnen. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Robert der Erste,
Als unerschütterlicher Verteidiger Schottlands kennt ihr den Krieg nur zu gut. Dennoch strebt ihr ihn nur selten an. Wenn ihr euer Volk bei Laune haltet, werdet ihr es zu wahrer Größe inspirieren. Lasst jeden, der eure schwächeren Nachbarn auszunutzen sucht, auf eure furchtlosen Highlander treffen. Sie können die wahre Bedeutung von Freiheit lehren. Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe Robots noch nie gespielt bis jetzt. Das muss ich vielleicht mal dazu sagen. Dementsprechend wird es interessant, aber wenn man sich halt die Boni durchliest, zumindest ja diese schottische Aufklärung, das klingt wirklich gut, zufriedene Städte, ein zusätzlicher 5 Wissenschaft, 5% Produktion, ein großer Wirtschaftspunkt und ein großen Ingenieurpunkt. Begeisterte Städte verdoppeln dies jeweils. Ich weiß nicht, ob das plus für die Punkte gilt oder auch für die Wissenschaft und Produktion. Das wäre natürlich krass. Ja, kann ein Befreiungsgut erklären, nachdem die Ausrichtung, Verteidigungstaktiken, 100% Produktion und 2 Fortbildungen für die ersten 10 Runden, ja. Okay, wir haben einen Kontinent namens Amerika entdeckt. Amerika und Schottland, das passt natürlich wunderbar. Oh, was ist das? Bernstein, das ist schon mal gut. Hier unten haben wir Weide, wir könnten uns natürlich am Flussdelta niederlassen. Ist aber die Gefährdung dann natürlich auch gegeben, dass wir vielleicht dort einen Staudamm bauen müssen. Ich würde deswegen ein bisschen weiter runterreisen. Oh, da haben wir schon das erste Stammesdorf. Ja, den ersten Krieger. Ich überlege gerade, wie konnten wir eigentlich die Krieger umbenennen? Das ist jetzt peinlich. Wie geht das denn eigentlich? Halt, okay, zu spät. Eigentlich wollte ich hier mal noch speichern als Startpunkt. Das ist LP Staffel 2. F10. Machen wir es mal so. Ist jetzt zwar Folge, ist jetzt zwar Runde 2, aber naja, gut. Wir können natürlich auch hier rüber gehen. Da haben wir schön Wald. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, also es ist jetzt nicht das Original Amerika, muss man natürlich dazu sagen. Es ist natürlich gemischt. Hier ist schon wieder ein Flussdelta. Und, oh je, scheinbar haben wir nicht so viele Ressourcen. Und wir haben immer noch keine Stadt gegründet. Jetzt wird's aber Zeit. Stirling. Herzlich willkommen, Stirling. Wie ändere ich deinen Namen, Stirling? Gar nicht. Hier oben steht's. Wir nennen diese Stadt jetzt Famous Goose. So. zur Erklärung, Famous Goose ist ein Whisky, der in den westlichen Highlands sehr populär ist. Auch relativ günstig, also für schottisch oder ja doch für schottische Verhältnisse. Der hat, was hat er dort gekostet? 13 oder 12 oder 15 Pfund, also lass es mal zwischen 15 und 20 Euro sein. Unsere Zivilisation hat etwas Historisches. Ja gut, ich denke mal, das können wir uns jetzt alles schenken, das alles zu erklären mit dieser Zeitalter-Sachen. Zeitalterpunkten. Ich denke mal, das ist eigentlich ja jetzt mittlerweile gegeben. Das brauche ich jetzt nicht mehr größtenteils erklären, ja. Genau, ist halt ein schottisches Getränk, das in... Ich weiß gar nicht wo. Kann ich eigentlich mal googeln vielleicht? Einheit benötigt Befehle. Ja, automatisches Erkunden. So. Ist natürlich blöd, dass wir erst zu spät die Stadt gegründet haben. Das hat, naja, irgendwann Nachteile wahrscheinlich. Famous Goose. So. Ach, Cruise. Ah, ja, stimmt. Haha. Da habe ich mich doch fast vertan. Es wird ja Cruise geschrieben, oder nicht Goose? Denn Cruise ist die Gans. The Famous Goose. Ah, da müssen wir groß schreiben. G-R-O-U-S-E. Das war mein Handy, was ich abgelegt habe. So. Ich möchte wissen, wo das... Wo das produziert wird. Oh, es ist Schottland meistverkaufter Whisky. Das wusste ich gar nicht. Habe ich gesagt, Cruise ist? Habe ich gesagt, ganz? Nee. Was weiß ich, was ich gesagt habe. Es ist das Mohun, genauer gesagt.
Ach so, war ja natürlich. Mohun, ja, das Spiel ist klar. Das steht hier noch, aber es steht nicht da. Es steht nicht direkt da, wo es. Okay. Oh. Okay, jetzt sehe ich doch diesen Whisky ganz anders, denn dieses Mohun-Spiel, das stammt scheinbar. Eigentlich hängt das damit zusammen mit diesem Whisky. Es ist eigentlich nur ein Marketing-Gag gewesen, scheinbar, und es hat sich halt doch sehr populär gemacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so. Das ist krass. Das ist wirklich heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, haben wir vergessen, hier noch zu verschieben. Natürlich, es passt zu Wenn den du dich in Highlands. einem Es Loch ist wiederfindest, hör auf zu graben. wunderbar kalt. Das ist klar. Das passt wirklich zu den Highlands. Oha, das kann ja witzig werden. Gut, ja, ich habe jetzt die Zeiten gesehen, aber ich darf natürlich nicht vergessen, dass das ja Standardgeschwindigkeit ist und dementsprechend dauert das alles ein bisschen länger. So. Schleuderschütze oder neuen Siedler? Neuen Siedler gleich. Auch wenn das wieder die Bevölkerung reduziert, ich kann ja irgendwann einen Handwerker vielleicht mal kaufen. Eine neue Politik. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Ich überlege, sollte ich die, na, jetzt komme ich nicht drauf, sollte ich die ganzen Zitate noch vorlesen lassen? An sich, wir haben fast alle gehört, außer die ganz neuen am Ende der Entwicklung. Beziehungsweise der Forschung, sowohl bei der Ausrichtung als auch bei der normalen Forschung. Die wurden nicht gehört. Ansonsten haben wir eigentlich fast alles gehört. Ich denke mal, ich kann das weglassen. Oder seht ihr das anders? Dann bitte in die Kommentare mit eurer Meinung dazu. Barbaren nähern sich. Oh, ein neues Barbarenlager. Gar nicht gut. Ah, hier hinten sind aber schöne Sachen. Hier gibt es schön Weizen, ganz viel Weizen. Und Wasserschildkröten. Noch mehr Wasserschildkröten. Das ist gut. Der Stadtstaat wird sich bis dahin, denke ich mal, nicht so sehr vergrößern. Also hierhin können wir auf jeden Fall eine Stadt gründen. Hier Wenn noch es im eine. Himmel keine Hunde gibt. Bogenschießen wäre gut, aber. Okay, jetzt hat irgendwas gepoltert. Aber richtig doll. Bogenschießen wäre gut, aber ich finde das mit dem Segeln besser. So, stimmt, das ist ja schon der nächste Siedler. Hier vielleicht. Ja, das kann überschwemmt werden. Natürlich, wir müssen auch uns dran halten, was es mit der Klimaerwärmung zu bedenken gibt. Natürlich hier Bernstein als Luxusgut. Hat seine Vorteile, so wie jetzt einen Speer. Ich überlege gerade, wie können wir die Nützt nächste dem Stadt Wissen nennen? um auf. Geschicklichkeit ohne. Wie könnten wir die nächste Stadt nennen? Erste Gouverneurtitel oder Handel? 10 Runden, das ist schon ordentlich. Ja, das ist ja schön ein Stammesdorf. Das nehmen wir natürlich mit. Aufklärungseinheiten wie. So, nächste Produktion. Noch ein Siedler. Ach, na meinetwegen. Hauen wir jetzt mal raus hier. Dafür können wir uns gleich in der nächsten Runde auch einen Handwerker kaufen. Ja, Speer macht von alleine. Oh, da oben. Zack. Dürfte ich einen Vorschlag machen? Unser Volk hat sich in. So, Aberdeen. Lassen wir das als Aberdeen oder machen wir einen anderen Namen daraus? Aberdeen, was gibt's denn noch? Wie wär's mit. West Highland Way. Das war nämlich der Wanderweg, auf dem wir am Ende gewandert sind. Oh. Gott, das hier oben gefällt mir gar nicht. Ist halt schade, dass dieser Stammesdorf
da gerade besetzen. Das ist ungünstig. Hier ist nicht viel. Höchstens hier unten geht es noch weiter. Das ist... vielleicht vom Nachteil. Siegen hat große Fortschritte gemacht. Das ist schön. Ja, jetzt werden wir halt hier richtig fertig gemacht. Also der Speer ist weg. Ja, sinnlos. Es ist nicht so, dass mir das liegt. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Keramik? Joa. Halt. Ah, Mensch, ich kann das nicht abbrechen. Ich wollte doch eigentlich einen Handwerker bauen. Beziehungsweise kaufen, nicht bauen. Barbaren nähern sich. Oh nein. Oh, ein starker Schneesturm. Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät gemeinsam. Das hat gar nicht mal so gute Sachen. Wenn hier oben schon ein Schneesturm auftritt, könnte das noch zu Problemen sorgen. Frühes Reich. Nein, ich denke mal, wir gehen jetzt auf Militärtradition. Ja, an sich eigentlich der Charakter ist unser ja eigentlich Volk auch so ein bisschen auf, naja, doch Krieg ausgesetzt, mehr oder weniger. Ich hoffe nicht, dass sie meinen Handwerker gefangen nehmen. Den Siedler lassen wir jetzt mal schön in der Stadt. Denn das ist mir dann doch ein bisschen sehr gefährlich hier. Hier unten können wir noch eine Koppel erstellen. Das wäre sehr gut. Dann hätten wir nämlich Pferde. Vielleicht gibt es ja wieder Saladin, der Pferde gegen ich dachte, Ton müsste sich in der Hand Uran tauschen will. Das war in der letzten... Ach, toll, komm. Koppel gebaut, Koppel geplündert. Ach, Barbaren sind schon was Blödes. Schön, dass es am Anfang immer so schnell geht. Dass es jetzt schon Runde 36 ist, das kann man manchmal gar nicht so richtig verstehen. 37. 38. 39. So, Schleuderschütze kann endlich angreifen. Und gleich noch einen produzieren. Denn die können wir dann bald zu Bogenschützen entwickeln und dann sieht das mit dem Barbaren schon wieder ein bisschen angenehmer aus. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht. So. Jetzt können wir Staatsdienertum mal erforschen. Ach so, wie sieht's denn eigentlich hier aus? Das hat einen Vorteil, 2 Gold durch alle Handelswege. Nutzen den Handel ja noch nicht. Produktion für alle Handwerker, ja, das können wir ruhig mal reinmachen. Können wir nämlich dann in der nächsten Runde auch einen Handwerker produzieren. So, den Siedler, genau, den wollten wir dort rüber schicken, das machen wir auch. Hoffen, dass hier oben nicht irgendwo doch ein Barbar sich rumtreibt. Dafür ist der Krieger jetzt endlich weg. So. Handwerker hat jetzt einen Vorteil und Schleuderschütze, da das ja Fernangriff ist, hat auch einen Vorteil bekommen. Ich würde ja, nehmen wir erstmal den Handwerker. Dafür nehmen wir hier noch einen Schleuderschützen und diesen Schleuderschützen positionieren wir einfach so auf Bereitschaft. Oh, Annehmlichkeit minus 1, dafür, dass hier eigentlich Bernstein ist, der ja noch nicht abgebaut wird, leider. Ich weiß gar nicht, braucht man da eine Mine dazu? Ich vermute mal, wir können mal gucken. Halt, nicht so, sondern so. Schön, wie die Dudelsäcke im Hintergrund spielen. Verbessert von Mine, perfekt. Dann können wir das ja bald machen. Handwerker hier in 4 Runden. Na gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Ich könnte es natürlich herausfordern und hier oben genau die nächsten Barbaren ein bisschen... Ach, jetzt ist da ein Barbar, als ob... ein bisschen wegärgern. Damit rechnet man nicht, dass da noch ein zweiter Barbar ist, naja. Aber die greifen nicht an. Jetzt nur die Frage, ob wir das schaffen, dass die Krieger dort dann von alleine hoffentlich weggehen. So.
Hier oben könnte man auch noch sicher eine schöne Stadt gründen. Das Wir haben vor kurzem Schreiben ist leicht. Ja, endlich. Wissenschaft. Wissenschaft ist Wissenschaft. Bogenschießen, endlich. Tempel der Artemis. Das wäre natürlich cool. Ja, jetzt ist jetzt die Frage. Kornspeise wäre mal sehr wichtig, damit die Stadt mal ein bisschen mehr wächst. Immerhin hat sie eine Bevölkerung von 2 und ist unsere Hauptstadt, aber okay. Großes Bad, naja. Aber der Campus wäre doch halt sehr wichtig. Hier oben müssen wir erstmal einen Handwerker bauen. Hier haben wir auch, weiß ich nicht, 4,8? 7,7, nein, hier haben wir schon mehr Produktion, wäre auch ärgerlich. Handwerker können wir uns noch nicht kaufen, also trotzdem wird jetzt hier ein Campus errichtet. Ist eigentlich egal, machen wir hier. Hier muss übrigens repariert werden, na egal. So, hier soll ein Handwerker... 10 Runden, ernsthaft? Das ist schon blöd. Erstmal können wir hier reparieren, so. Zack. Wir könnten natürlich auch diesen Handwerker einfach hier hochschicken, das wäre einfacher. Oh Gott, hier kommen immer noch mehr. Ist das euer Ernst? Die überleben es bestimmt, ja, mit gefühlt einem KP, aber sie überleben es halt. So, hier unbedingt Luxusgüter abbauen. Arthur Seed. Arthur Seed, das klingt ja fast wie Arthur Dent. Das ist aber ein komischer Zufall. Wirklich ein komischer Zufall. So. Ja, hier wollten wir so eine Verlinkung bilden, dann passiert da erstmal nicht viel. Den können wir angreifen, naja, dann machen wir das so. Ach, es hat nicht geklappt. Wenn uns jetzt noch die Schleuderschützen kaputt gehen, dann, ja. Wow, was ist hier oben mal wieder mit den Barbaren los? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich würde halt wirklich gerne hier die Stadt gründen, aber... Der Stadtstaat lässt mich halt nicht. Nein, wir verstecken uns mal lieber, denn... Eine starke Wirtschaft beginnt mit starken, gut ausge... Als ob. Jetzt bereit. Ja, schön für euch, aber als ob. Ich habe da gerade was gesehen, was gar nicht so cool ist. Unser Gu... Das hier. Das gefällt mir gar nicht. So, wie schaffen wir es, dass das hier wieder funktioniert? Ach Mann. Das ist wirklich ärgerlich. Ich kann halt auch nichts kaufen außer einen Speer. Die nehmen jetzt diesen wichtigen Handwerker weg. Nee, das ist wirklich blöd. Das ist wirklich richtig blöd. Jetzt kann ich auf einmal hier eine Stadt gründen. Das ist aber ein blöder Zufall. Eier. Nennen wir diese Stadt doch einfach Tintrim. Das ist auch eine Stadt, die auf dem Weg zum West Highland Way, auf unserem Weg lag. Auf dem Weg zum West Highland Way, auf unserem Wanderweg lag. So, ich möchte... Oh Gott, 5 von 11. Dunkles Zeitalter, na gut. Könnte aber auch einen Vorteil bringen. Immerhin, wenn wir danach vielleicht in ein Goldnis springen würden, dann hätte das wirklich sehr große Vorteile. Ich hätte gern meinen Handwerker wieder. Ich schoss einen Pfeil... Das ist wirklich ärgerlich, dass die mir den Handwerker geklaut haben. Na egal. Bewässerung, ja, die wird uns hier oben noch nicht so viel bringen, denke ich mal, oder? Ich weiß ja nicht. Man könnte hier unten mal noch ein bisschen... Ah, die schönen Wasserschildkröten. Ich würde schon fast sagen Galapagos-Schildkröten, nein. Aber die schönen Wasserschildkröten, das sind wunderbare Luxusgüter.
So, wir könnten hier unten mal noch ein bisschen erkunden. Ja, ich muss auch mal auf die Zeit gucken. Ich überziehe schon fast wieder. Das ist ja nichts Unser Neues. benachbarter Stadt. Oh, schön, dass wir bis jetzt immer noch keine andere Zivilisation getroffen haben. Das ist ja auch gar nicht blöd oder so, da wir ja auf jeden Fall nur Wüste und nein, also das sind richtig miese, Be als ob der Handwerker jetzt aufs Wasser geht. Nee, oder? Das glaube ich jetzt nicht. So, wo gibt's hier Schiffsbau? Ein Land. Nee, 34 Runden, sicher nicht. Sicher nicht, sicher nicht. Da machen wir Steinmetzkunst weiter. Okay, aber weil das ist ja dann wirklich übertrieben. Jetzt ist wieder die nächste Überlegung. Bogenschütze wäre sehr gut, um sich mal zu verteidigen. Bibliothek wäre für die Wissenschaft gut. Siedler wäre einfach nur für neue Städte gut. Ich nehme trotzdem den Siedler. Ich weiß, dass das der Stadt nicht gut tut. Aber wir brauchen die Und Bevölkerung wieder haben wir einfach. die Möglichkeit. Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, ließ das Römische Reich untergehen. Durch die Klimatisierung Luxus, wie zum So. Ja, das ist natürlich eine gute Idee, jetzt schon eine Republik zu gründen, genauer gesagt wieder. Oder vielleicht mal was anderes. Ich wäre ja sonst wieder auf klassische Republik gegangen, aber. Mal sehen. Mal sehen, vielleicht kann man ja auch mal was anderes wählen. Ja, Regierungsplatz wäre sehr gut. Aber später. Jetzt. Naja, gut, da brauchen wir jetzt erstmal nichts tun. Das ist ja bloß ein Späher. So, diese Runde noch, dann haben wir fast 60 Runden. Okay, das ist schon sehr viel. Mein Oberhaupt wird je mehr spät Schwemmland. Fast wie der Nil, nur in umgekehrter Reihenfolge. Endlich Luxusgüter. Damit haben wir jetzt null Annehmlichkeiten, aber besser als minus 1. Somit ist die Stadt voll produktiv und wir können uns nicht beklagen. So, das reicht jetzt aber wirklich. Staffel F1 1. Ja, sehr viel passiert in dieser ersten Folge. Ich hoffe, dass hier. Naja. Bin gespannt, ob wir hier noch ein bisschen besseres Land finden, weil das ist alles noch nicht so das Wahre. Hier oben kann noch eine Stadt entstehen. Und dann, ja, weiß ich nicht, was hier hinten noch nach Kabul kommt. Hier unten auf jeden Fall. Das ist noch gar nicht so cool. Aber na gut, lassen wir uns überraschen. Sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.